Mein Name ist Tim Rymatzik. Ich bin bei der Shopware AG Partner Manager, also im Sales aufgehangen. Aber heute geht es nicht um mich. Heute geht es um das klassische Thema Conversion Rate Optimierung. Habe ich auch schon ein paar Mal drüber einen Vortrag gehalten, Conversion Rate Optimierung. In meinen Augen gibt es das beste Beispiel für Conversion Rate, ist, glaube ich, IKEA, wo ich es nicht schaffe, reinzugehen und ohne was wieder rauszugehen. Conversion Rates sind da, glaube ich, relativ hoch, aber im E-Commerce wissen wir, da kann das anders aussehen. Da gibt es mehr Konkurrenz und die Conversion Rate ist ganz schwierig hochzuhalten. Die liegt ja manchmal auch irgendwie bei 0, Prozenten oder ähnlichem. Und das ist natürlich dann für alle interessant, die Conversion Rate da hochzuheben. Und dafür haben wir heute zwei Profis dabei: die Karin Cavallaro von der Best IT. Zu Best IT muss man aus Shopware-Sicht vielleicht gar nicht mehr viel sagen. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Ich glaube, die längste Partneragentur, die erste Partneragentur, die wir hatten, also schon einer der ganz großen und langen Partner, die sich bestens natürlich mit Shopware auskennt. Und wir haben den Jan Marx dabei von der VWO, die zusammen mit der Best IT sich im Bereich Conversion Optimierung halt perfekt auskennen und da ja eine Plattform bieten, um genau das mit AB-Testing und Ähnlichem zu machen. Aber da will ich nichts vorwegnehmen. Ich glaube, ihr könnt euch beide gleich auch nochmal vorstellen und genau sagen, wo so die Unterschiede sind. Da geht es sicher in der Präsentation auch drum. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir, wie wir heute mit dem Tool umgehen, mit dem Zoom-Tool. Und zwar ist es so, dass hoffentlich und sicher auch Fragen aufkommen. Tut mir da bitte den Gefallen, die nicht in den Chat zu hauen. Da geht sowas nämlich gerne unter, sondern in die F und A oder Q und A Funktion. Das sind so zwei Bubbles. Da könnt ihr draufklicken, könnt die Fragen reinschreiben. Dann können wir nämlich im Nachgang die ordentlich nacheinander durchgehen und abarbeiten. Da ist die Übersicht viel mehr gewährleistet. Und wir werden, glaube ich, auch nochmal die Funktion nutzen, dass wir eventuell nochmal eine Umfrage zwischendrin machen. Die poppt dann einfach auf. Ihr wählt ja, das, was ihr wählen wollt bei der Umfrage. Danach gibt es dann ein Ergebnis. Ist eigentlich relativ selbsterklärend. Und ja, ich würde sagen, ich übergebe dann, die Fragen gehen wir am Ende nochmal durch. Deswegen, wenn ihr die habt, schreibt die gleich in die Fragen und Antworten rein. Dann haben wir am Schluss nochmal genug Zeit, das zu besprechen. Und damit übergebe ich das an euch und wünsche allen viel Spaß beim Webinar. Vielen lieben Dank, Tim, für die schöne Einleitung. Vielleicht stellen wir uns gerade noch mal so ein bisschen aus eigener Perspektive noch zusätzlich vor, damit man so ein bisschen einordnen kann, wer hier was macht. Mein Name ist Karin Cavallaro. Ich bin Head of UX bei der Best IT. Das heißt, in meinen Bereich fällt tatsächlich die komplette Optimierung der Customer Experience wir begleiten Kunden von der strategischen Beratung über den User Research und Konzeption und Design von entsprechenden Plattformen, von Features, von Weiterentwicklungen etc. Und da gehört natürlich auch dazu, dass entsprechend Shops natürlich immer weiter optimiert werden müssen, auch gerade um die Conversion Rate möglichst zu steigern. Und an der Stelle, da kommen wir jetzt hier gemeinsam ins Spiel. Da ist nämlich Jan als Repräsentant sozusagen von unserem Partner VWO mit dabei. Und damit würde ich auch sozusagen zu Jan schon weiterpassen. Ja, vielen Dank, Karin. Vielen Dank für die nette Einleitung, Tim. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Jan. Ich bin Director für Europe und Lateinamerika bei VWO. Wenn ich morgens aufstehe, wenn ich die Augen aufmache und der erste Gedanke, meistens noch vorm Zähneputzen, dann geht es immer irgendwie um Conversion Rates. Ist sozusagen, abgesehen von meinem Job, auch irgendwie halt meine Leidenschaft, weil ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass 99% aller Leute, die in eure Shops kommen, wieder rausgehen ohne eine Tüte in der Hand, also anders als bei IKEA. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ich freue mich vor allem über die Zusammenarbeit mit Best IT in diesem großen Spielfeld. Super. Dann würde ich sagen, starten oder versuchen wir mal hier die Technik zu starten und versuchen mal, ob wir die Bildschirmpräsentation zum Starten kriegen. So, einmal kurzes Feedback von Tim. Sieht man alles, was man sehen soll? Perfekt, wunderbar. Dann steigen wir einmal ein. Wir steigen einmal damit ein, dass ihr alle mal einfach mal einen kurzen Überblick darüber kriegt, was euch so heute erwartet. Das heißt, wir reden natürlich über das große Thema Conversion Rate Optimierung.
Im Generellen, aber natürlich auch im Speziellen geht es um das AB-Testing und wie man sowas richtig macht. Dabei gibt es keine Anleitung darüber, wie man jetzt das operativ in den einzelnen Steps macht. Das ist wahrscheinlich, kann man im Internet überall nachlesen und wahrscheinlich kennen es die meisten von euch auch schon, sondern es geht uns mehr um die wirklichen Fragestellungen, die man sich eben stellen sollte, damit man das richtige Mindset hat, damit man die richtigen Prozesse hat, damit man entsprechend auch richtig testet. Wir bringen euch natürlich auch ein paar konkrete Beispiele mit, damit ihr auch was Handfestes an der Hand habt und schon direkt im Endeffekt im Kopf mal loslegen könnt. Und natürlich haben wir einen entsprechenden Bereich für eure Fragen vorgesehen, sodass ihr also ab jetzt sozusagen schon reinhauen könnt in den Fragen-Chat rein. Und dann können wir die am Ende einmal komplett beantworten. Und natürlich haben wir auch ein Angebot mitgebracht, das ihr nicht ablehnen könnt. Und das gibt es dann am Ende. Genau, so, dann lasst uns mal reinstarten in das Thema Conversion Rate Optimierung. Und ich habe das hier mal so ein bisschen plakativ oder provokativ mit reingesetzt, denn man stellt sich ja schon die Frage, okay, wie plant ihr eigentlich die Optimierungen, die ihr für die Conversion Rate so, so machen möchtet? Ist das mehr so, wir würfeln mal? Oder ist das auf Glauben oder ist das auf echter Datenbasis? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und da sind mir ja schon so einige in den letzten Jahren über den Weg gelaufen, die manchmal auch sehr interessante Wildwüchse haben. Unter anderem gibt es da immer wieder solche Aussagen wie: Unsere Geschäftsführung hat gerade auf dem Wettbewerber XYZ gesehen, dass die das und das eingeführt haben. Das müssen wir auch machen. Das funktioniert garantiert. Nee, muss es nicht. Weil das Problem ist, was bei dem einen funktioniert, muss bei dem anderen nicht auch funktionieren. Schließlich seid ihr ja nicht gleich. Also sprich Unternehmen A und Unternehmen B sind ja nicht gleich. Und ob das bei dem anderen auch wirklich so gut funktioniert und auf welcher Basis der das implementiert hat, das sei auch mal dahingestellt. Vielleicht hat der das genauso gemacht mit dem dritten Shop. Das heißt, dann hat man gar keine Datenbasis mehr und das ist dann natürlich totaler Quatsch. Das ist dann, ja, würfeln mit einem 10-seitigen Würfel, ob das funktioniert oder nicht. Ein anderes Feedback, das ich auch erst, ich glaube, sogar diese Woche bekommen habe, ist: Mir hat da ein Kunde das Feedback gegeben, dass das und das nicht richtig funktioniert. Grundsätzlich ist das voll super. Kundenfeedback ist mega gut und ist mega hilfreich, um zu wissen, wo es hingehen soll. Aber das ist halt dann nur ein Kunde oder das sind nur ein paar Kunden. Aber das ist natürlich nicht datengestützt. Das heißt, ihr wisst eigentlich gar nicht, ob das so Einzelprobleme sind oder ob ihr wirklich an irgendeiner Stelle ein Optimierungspotenzial habt. An der Stelle macht es natürlich Sinn, sowas immer datengestützt zu machen und da wirklich mal genau hinzugucken. Noch so ein Punkt war: Ich habe langjährige Erfahrung. Ich weiß, wie das funktioniert. Auch das ist mega super. Ne? Es gibt genügend Unternehmen, die haben echte Probleme damit, dass sie eigentlich so nicht so richtig wissen, wie das mit diesem E-Commerce so richtig schon funktioniert. Aber wenn man so ein bisschen Erfahrung schon da drin hat, die ersten Gehversuche da drin gemacht hat oder auch schon ein großer Player ist, hat man natürlich Erfahrung und die ist auch wertvoll. Aber es ist ganz oft durch eine Innensicht geprägt. Das heißt, ihr kennt euren Shop schon ewig. Ihr wisst, wir haben das und das schon gemacht. Wir haben das schon versucht. Vor 10 Jahren haben wir schon mal das probiert. Es ist aber auch wieder da, nicht aus der Kundenbrille, es ist aus Innensicht. Und das muss nicht zwingend miteinander matchen. Deswegen schaut euch immer nochmal, tretet immer diesen Schritt zurück, überlegt euch, na, welche Optimierung will ich wirklich machen und hat die wirklich was mit dem Kunden zu tun oder ist das nur mein persönlicher Glauben? Und noch so ein Aspekt wäre: Wir haben da jemanden für Google Analytics im Haus. Das ist voll gut. Solltet ihr auch unbedingt haben. Und wenn ihr das nicht habt, solltet ihr dafür eine Agentur haben, die euch da auf jeden Fall unterstützt. Weil jemand, der sich mit Google Analytics auskennt, ist erstmal grundsätzlich eine Fachperson. Aber die Zahlen, die man in Google Analytics rauskriegt, sind ja rückwirkende Zahlen. Das heißt, prognostisch, beziehungsweise wenn ihr rauskriegen wollt, ob eine potenzielle Optimierung einen Effekt hat oder nicht, dann könnt ihr das nur mit Google Analytics gar nicht machen. Das heißt, ihr braucht andere Tools und andere Möglichkeiten, um entsprechend da auch ranzukommen.
Das sind nur 4 Aussagen und ich glaube, Jan, du hast bestimmt auch noch jede Menge von solchen Aussagen irgendwie schon mal gehört. Vielleicht kannst du auch noch eine dazu beisteuern oder hast noch eine Idee, was da sonst noch so kommt. Na, ich würde sagen, die 4, das sind schon so die wichtigsten 4 Cluster, die immer wieder vorkommen. Der Chef hat gesagt, wir sollen mal dieses oder jenes ausprobieren, das sogenannte Hippo-Syndrom, das kennen wir alle. Und wir treffen auch immer wieder Menschen, die, also ich habe ihre Erfahrungen verlassen, beziehungsweise das in den Raum stellen, um dann gleich irgendetwas umzusetzen. Ich denke, das wird auch nicht verschwinden. Das hat auch irgendwie halt alles so seine Daseinsberechtigung und so weiter. Das kann auch der Beginn sein, es kann ein Einflussfaktor sein. Aber in der Priorisierung dessen, was man macht und in der Gestaltung der Roadmap für systematische Optimierung und so weiter, da muss man diesen Instinkt oder den Google-Fachmann, der dabei ist, irgendwie halt zusammenführen mit Daten, die man gewinnt aus früheren Experimenten oder aus systematischer Analyse von UX mit entsprechenden Werkzeugen und mit entsprechender Methodik. Also ich denke, es hat also irgendwie seine Daseinsberechtigung. Es wäre schlimm, wenn jetzt irgendwie halt die Geschäftsführung gar nichts dazu zu sagen hätte oder wenn die Kunden uns kein Feedback geben oder wenn wir keine erfahrenen Mitarbeiter haben, die tatsächlich viel einbringen können und so weiter. Ich glaube, das Beste ist, wenn man das alles kombiniert mit datengestützter Planung und Priorisierung. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Ich gehe mal noch eine Folie weiter, weil es gibt noch so ein, das zahlt auch ein bisschen auf das ein, was Tim am Anfang gesagt hatte. Dieses, dass nicht jede Branche den IKEA-Effekt hat und nicht überall Teelichter gekauft werden. Und dann kommt immer, also allein schon, wenn man bei Google Conversion Rate Optimierung eingibt, dann kriegt man als erste Frage tatsächlich gestellt, was ist denn für meine Branche die richtige Conversion Rate? Und dann kriegt man tatsächlich auch irgendwelche Antworten und man kann das sich natürlich auch solche Statistiken, wie man jetzt hier sieht, rausziehen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, die sind nur, wenn man möchte, als Orientierung zu verstehen. Denn nicht jedes Unternehmen in einer Branche ist gleich. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, man hat im Bereich Fashion, hat man einen Brandshop. Also einen Hersteller, der seine Produkte verkauft, der vielleicht auch eine unglaublich gute Markenwahrnehmung nach außen hat, wo die Marke eine Love-Brand ist oder sonst irgendwas, dann wird der von so Haus aus schon eine höhere Conversion Rate haben. Dazu kommt noch, wenn der vielleicht noch gar nicht so viele Besucher hat, dann variieren natürlich, je nachdem, wie viele oder wenig Besucher ich gerade habe, kann die Conversion Rate viel stärkere Ausschläge haben, als wenn ich jemand bin, ein Unternehmen bin, das entsprechend natürlich an der Stelle einen sehr hohen Durchlauf hat, vielleicht eben auch aus einer Branche kommt, wo es einfach gerade auch, wo die Conversion Rates grundsätzlich ein bisschen niedriger sind und er da vielleicht auch noch nicht so ganz optimal aufgestellt ist. Wichtig eigentlich ist viel mehr für euch als Mindset, dass ihr wisst, dass egal, was die Branchen-Conversion Rate macht, ihr in eurem Shop immer die Möglichkeit habt, die Conversion Rate zu optimieren. Nur weil eine Branche sagt, bei 2,2% ist Schluss, heißt das nicht, dass ihr nicht die Möglichkeit habt, in eurem Shop besser zu werden und mehr zu optimieren und erfolgreicher zu werden. Dieses Mindset musste man, glaube ich, immer mit sich mitnehmen. Man darf nie zufrieden sein. Man muss immer weitermachen, weil nur dann bleibt und wird man noch erfolgreicher. Das ist denke, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, also in den Gesprächen, die wir zu dem Thema gehabt haben, kommt immer wieder hoch, dass es zunächst mal diese Branchenkategorisierung nicht wirklich funktioniert, weil Unternehmen ein und derselben Branche haben einen unterschiedlichen Traffic-Mix. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen sehr stark, sehr breit aufgestellt ist und auch wirklich stark gefragte Keywords, generische Keywords besetzen und so weiter, dann ist die Conversion Rate eben halt nicht so hoch. Wenn du allerdings sehr spitz und wirklich nur auf einen bestimmten Markennamen gehst, sodass man den Traffic, den man einkauft, da weiß man, dass der genau exakt das unsere Marke sucht und so weiter, dann ist logischerweise die Conversion Rate dramatisch höher. Da kann es doppelt oder dreifaches sein. Ich glaube, es geht, wie du richtig gesagt hast, nicht darum, wo sie absolut steht, sondern es geht darum,
wenn sie jetzt bei X steht, wie man sie hin zu Y bekommt. Das Potenzial hat Tim eigentlich am Anfang gesagt. Wir haben bei IKEA eine brutale, im echten Leben, im analogen Leben, eine brutale Conversion Rate. Bei Mango übrigens und bei Massimo Dutti liegt das auch so im Bereich von 60-70% in echten Stores. Und Amazon hat über die Jahre hinweg sich so in den Bereich von 15-18% Conversion Rate gehangelt, haben natürlich auch die entsprechende Sortimentsbreite. Aber ich denke, das muss jeder in seinem einzelnen Fall sehen und mehr, weniger auf den absoluten Wert, sondern mehr auf den Trend. Um wie viel haben wir die Conversion Rate im letzten Jahr von hier nach hier gebracht? Das ist eigentlich das Entscheidende. Genau. Genau so. Deswegen ist für uns total wichtig, dass wir eben, wenn es um Conversion Rate geht, dass wir nicht glauben, sondern wissen. Das ist ganz essentiell, um eine effiziente oder effektive Conversion Rate Optimierung tatsächlich zu machen. Ich habe mal hier so ein kleines Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt wirklich nur, ist nur ein Zahlenspiel. Das sind keine echten Zahlen und so weiter. Aber vom Prinzip her kann man tatsächlich entsprechendes Werbebudget einsparen, beziehungsweise durch eine andere Verteilung, nämlich durch die Verteilung, dass man weniger Werbebudget und entsprechend Ausgaben dafür für Conversion Rate Optimierung macht, schafft man es tatsächlich, die Conversion Rate entsprechend zu optimieren, ohne dass man jeden Monat x Prozent in entsprechend das Google Ads Budget pumpen muss. Jetzt ist das natürlich sehr pauschalisiert gesagt, weil natürlich muss ein Traffic letztendlich auch reinkommen, damit ein Shop überhaupt letztendlich auch performen kann, beziehungsweise damit der Shop auch entsprechend eine Conversion produzieren kann. Aber man muss ganz klar sagen, das, was ihr auf der Plattform macht, ist nachhaltig. Das heißt, das, was ihr an Optimierungen da entsprechend macht, das hat für euch einen Impact auch auf die Zukunft, während ihr ein Ad-Spending letztendlich immer wieder neu produzieren müsst. Das ist so ein bisschen die Aussage von dieser Folie. Deswegen, wenn man ich wünschte, dass diese Folie sozusagen mehr in den Köpfen der Entscheidungsträger wäre. Also wir haben es immer wieder, sehen wir, dass instinktiv die Einstellung ist, ja, Traffic brauchen wir ja. Also Traffic ist ja richtig, brauchen wir mit der Traffic, sonst kann ich ja nichts verkaufen. Und so ist ja auch alles richtig. Aber wie du schon sagst, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen, macht das ganz, ganz oft, wenn man diese Zahlen konkret am Beispiel rechnet und auf einem, da kann man gerne mal reinschauen, wenn das Leute hier im Meeting interessiert, können wir uns gerne mal zusammensetzen und zu sagen, wie kann das eigentlich funktionieren? Es zeigt sich immer wieder, dass es einen sehr viel höheren Return on Investment hat, wenn man mal einen Teil des E-Commerce-Budgets auf Conversion Rate Optimierung umleitet. Und vielleicht ganz, also ergänzend noch Hand aufs Herz, wie viele von euch haben in der aktuellen Situation gerade angefangen, Ad-Spendings oder beziehungsweise die Ausgaben für den Traffic nach unten zu setzen, weil ihr bedingt durch die wirtschaftliche Lage gerade sparen müsst? Wenn ihr euch überlegt, was das letztendlich ohne Conversion Rate Optimierung für einen Impact für eure Umsätze hat, dann wird noch klarer, warum man Conversion Rate optimieren sollte und warum man sich nicht nur auf den Traffic stürzen sollte. Ich habe es hier nochmal so zusammengefasst. Also letztendlich ist Conversion Rate Optimierung entsprechend wichtig, weil es eine Optimierung im laufenden Prozess ist, weil ihr permanent optimiert, weil ihr nicht wartet, bis ihr nach 2 Jahren wieder einen Relaunch macht und dann irgendwie im großen Wurf einmal alles macht, sondern ihr könnt einfach kontinuierlich eure Umsätze nach oben bekommen. Das ist auf jeden Fall der eine ganz wichtige Punkt. Dann habt ihr natürlich immer wenn ihr eine entsprechend bessere Conversion Rate aufweisen könnt, habt ihr eine viel bessere Argumentationshilfe auch intern zu den anderen Fachbereichen, zur Geschäftsführung etc., um auch einfach die Relevanz von eurer Arbeit beziehungsweise die Relevanz vom E-Commerce nach oben zu holen. Es gibt so viele Omnichannel-Unternehmen, die E-Commerce-Abteilung unglaublich zu kämpfen hat, dass eben die Wahrnehmung der Abteilung und die Relevanz der Abteilung innerhalb des Unternehmens auch wirklich so gesehen wird, wie die Potenziale eigentlich auch sind und dass man da entsprechend auch die Möglichkeiten hat, das weiter auszubauen. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ihr
die Conversion Rate optimiert, dann optimiert ihr automatisch auch immer die Customer Experience. Das heißt, eure Kunden werden zufriedener, eure Kunden kommen gerne wieder und kaufen wieder. Letztendlich ist das ja das, was wir erreichen wollen, wenn die Kunden irgendwann sozusagen von alleine kommen und von alleine kaufen, dann haben wir alles richtig gemacht. Das heißt, vom besseren NPS über die bessere Markenstrahlkraft bis hin zu Wiederkehrraten und entsprechend der Konversion von neu zu Bestandskunden. Das sind alles Punkte, die letztendlich die Conversion Rate Optimierung so wichtig machen. So, wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, dann ist es natürlich so, dass man sich jetzt sagen muss, ja, und was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Und da kommen wir tatsächlich einfach entsprechend zu dem AB-Testing. AB-Testing ist eine schnelle und effiziente Möglichkeit, entsprechend eine Aussage darüber zu bekommen, ob eine Idee, die ich vertesten möchte, beziehungsweise eine Idee, die ich habe und in den Job implementieren möchte, ob das eine gute Idee ist oder ob das eine schlechte Idee ist. Sprich, macht das was Positives mit meiner Conversion Rate oder eben auch nicht. Ihr habt eine wesentlich höhere Investitionssicherheit, weil ihr nicht warten müsst, bis eine Optimierung, die ihr in den Shop implementiert, bis die irgendwann sich vielleicht mal in irgendwelchen Zahlen, in Google Analytics Zahlen niederschlägt, sondern ihr könnt konkret direkt im Test messen, ob entsprechend das einen Uplift bedeutet oder auch nicht. Und seid natürlich, dadurch, dass ihr viel schneller seid, auch deutlich niedriger in den Investitionskosten. Weil ihr natürlich, wenn man sich vorstellt, kompletter Relaunch, wo man einfach mal alles ändert, da sind schnell ein paar sechsstellige Zahlen irgendwie durch. Diese Ausgaben hat man bei einem AB-Testing nicht. Man ist viel, viel schneller dabei, ein Ergebnis zu haben, hat ein viel kleineres Set dafür und hat aber trotzdem entsprechend direkt auch den Outcome davon, weil man ja die Conversion Rate entsprechend nach oben gesetzt hat. Also insofern ist das sehr hilfreich an der Stelle und natürlich, ihr braucht auch nicht so ein großes Setup an Leuten bei euch intern, damit ihr entsprechend ein AB-Testing machen könnt. Ihr braucht nicht wie bei einem Relaunch ein komplettes Team, das sich irgendwie 3 Monate damit beschäftigt, nur den Content wieder zu migrieren und solche Dinge, sondern auch da, ihr seid schnell, ihr könnt schnell selbst was machen und ihr habt entsprechend dann einen Dienstleister, respektive bei uns dann 2 Dienstleister mit dabei, die euch dabei helfen können. Also es ist super einfach. Aber natürlich ist es immer so, das sind jetzt erstmal Dinge, die ich hier in den Raum stelle, aber es gibt natürlich immer so ein paar Fragen, die so aufkommen bei den Leuten. Und wir wollen uns mal ein bisschen damit beschäftigen, was so Fragen sind. Und wir haben ein paar Zitate mitgebracht. Und Jan, ich würde dir die Frage einfach direkt schon mal so ein bisschen über den Zaun schmeißen. Was würdest du antworten, wenn jemand sagt, ich habe gehört, dass AB-Testing echt aufwendig ist? Also ich würde mal anfangen mit sagen, das ist Quatsch. Also das wäre wahrscheinlich mein erster Satz, weil das sind, sagen wir mal, oftmals dieses Argument wird gebracht, wenn man sich nichts Neues mehr zutraut von der eigenen Mannschaft her. Also ich habe, als ich angefangen habe, ich erinnere mich noch sehr, sehr genau daran, war ich überrascht davon, wie einfach es eigentlich ist. Also wenn zum Beispiel die Installation von den Werkzeugen, das darf nicht länger als eine Stunde dauern, dann ein JavaScript irgendwie auf die Seite zu bringen oder so. Es ist auch deswegen nicht sehr aufwendig, weil man braucht nicht notwendigerweise da ein neues Team oder einen Crew-Experten, den man in Conversion Optimierung und AB-Testing ist Teamwork. Wenn man es einmal gesehen hat oder einmal die Guideline bekommt von der Agentur oder von uns, dann sieht man, dass das im Zusammenspiel sehr, sehr einfach zu machen ist. Ich denke, wenn man wenn es zu aufwendig ist, dann macht man irgendetwas falsch. Denn wenn jeder Test, den man fährt, zu einem Projekt wird, dann liegt es in der Regel daran, dass der Prozess nicht gut aufgestellt ist, sondern dass man sozusagen diesen agilen Prozess nicht richtig implementiert hat. Aber in der Regel ist das sehr schnell klar, dass es einfach ist und dass es schnell ist. Sehr, sehr gut. Ich schnappe einfach die nächste Frage. Mach das, genau. Das hätte ich dir auch sonst auch so jetzt zugebracht, weil das kannst du, glaube ich, am besten beantworten. ich hoffe, genau.
also wir hören immer wieder, dass die Sorge besteht, dass wenn ich da so ein AB-Testing-Tool in meinen Shop implementiere, dass das auf die technische Performance eine entsprechende Auswirkung hat. Grundsätzlich, es wird ein JavaScript-Snippet eingebettet. Das heißt, von Haus aus macht das den Job kein Stück langsamer. Beziehungsweise macht das die Latenzzeit so wenig langsamer, dass man davon nichts mitkriegt. Wenn allerdings der Shop schon von sich aus natürlich ein bisschen buggy ist, das heißt, da sind schon, keine Ahnung, 15 andere Snippets eingebaut, die von sich aus schon nicht sauber funktionieren, dann ist natürlich gefühlt diese Idee, dass jetzt genau an diesem Tool hängt es, kann das natürlich schnell aufkommen. Aber faktisch ist es dann eher ein Problem des Zusammenspiels aller JavaScript-Elemente, die sich letztendlich in dem Shop befinden, die dann entsprechend zu solchen Performance-Einbußen führen und nicht das Tool. Und zusätzlich kann man vielleicht auch noch sagen, abgesehen von der richtigen Installation, also direkt das JavaScript ganz oben in der direkt nach dem Content Manager sozusagen einfügen, abgesehen davon hängt es auch an den einzelnen Experimenten. Also oft haben wir auch gesehen, dass vermeintliche Performance-Issues gar nicht so sehr weder an der Plattform und noch an der Installation lagen, sondern ganz einfach, dass der Test schlecht gebaut war. Das hat man irgendwie halt auch schon mal gesehen, dass man da irgendwie halt zum Beispiel einen Test hat, der irgendwo auf Daten wartet, irgendeinen Datenpunkt, und der kommt dann nicht oder nicht schnell genug, und dann schiebt man die Schuld auf den Test. Per se ist es aber ein anderes System gewesen, was nicht geliefert hat. Also ich sage mal, ich habe noch in keinem Fall gesehen, dass es wirklich ein menschlich wahrnehmbares Phänomen gewesen wäre. Genau. So, ich gebe auch direkt die nächste Frage nochmal an dich rüber. Was passiert denn, wenn die Leute keinen Traffic haben? Ja, das ist echt ein guter Punkt. Das ist die Annahme, da dauert ein AB-Test ja ewig, das muss man beantworten mit, das kommt drauf an. Ja, wenn man sehr wenig Traffic hat, dann dauert nicht der AB-Test lange, sondern es dauert lange, bis man die sogenannte statistische Signifikanz erreicht. So, das heißt, dass man wirklich ein Konfidenzniveau erreicht hat, dass man sagen kann, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist B der Gewinner. Aber heißt das, dass bis dahin die Ergebnisse, die jetzt in Echtzeit reinlaufen, für uns irrelevant sind? Nein, das heißt es natürlich nicht. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit einem User rede oder ein User kommt zu mir und der hat sich da jetzt eine halbe Stunde lang umgesehen und kommt dann wieder und gibt mir, lässt mich wissen, wo er bestimmte Probleme hatte und so weiter. Ich habe noch keine stabilen Daten, aber ich habe eine wertvolle Information, und ab einem bestimmten Moment, wenn mir 10 oder 100 oder 1000 User etwas mitteilen und offensichtlich die Kurve von der Conversion besser aussieht bei der Variante, dann habe ich vielleicht eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, ist immer noch gut für eine gestützte Entscheidung an der Stelle. Absolut. Die nehme ich mir mal wieder, weil das so ein bisschen natürlich auch auf letztendlich uns als bester Team ein bisschen einzahlt. Manchmal gibt es einfach die Sorge, dafür haben wir gar keine Kapazitäten. Wir als Unternehmen, unsere E-Commerce-Abteilung ist klein, wir haben da gar keine Chance, und außerdem haben wir auch jetzt keinen Developer, den wir dafür abstellen können. Das ist grundsätzlich erstmal kein Problem, denn die Tools bieten euch die Möglichkeit, kleinere Sachen selbst zu machen, wenn ihr die Möglichkeit habt. B, gibt es natürlich aber auch die Möglichkeit, Dienstleister wie zum Beispiel uns einfach mit dazu zu holen, um entsprechend komplexere Tests gar nicht mit der eigenen Manpower abbilden zu müssen, sondern das entsprechend auszulagern. Spannend ist es immer dann, wenn es ein guter Mix ist. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen oder als E-Commerce-Abteilung selbst für kleine Sachen Hand anlegen könnt, damit ihr einfach auch super schnell seid, Dinge ganz kurzfristig vertesten könnt und euch eben zusätzlich entsprechend beispielsweise durch Dienstleister unterstützen lasst, um eben komplexere Dinge abzubilden. Ich glaube, vielleicht da würde ich noch gerne ergänzen, dass oft auch das in Verbindung gebracht wird mit, wir haben da kein Budget für und so weiter und so fort. Also wir haben nicht die Ressourcen allgemein. Ich denke, eine Agentur, und das haben wir ja auch in der Zusammenarbeit schon oft gesehen, kann da Abhilfe leisten und auch Starthilfe leisten. Also ich glaube, oft ist es auch so, dass dieser Satz kommt mit unserem Moment, unser E-Commerce hat eben zurzeit kein Thema. Also es geht da wirklich oft auch um diese ersten
3 bis 6 Monate, wo man wirklich da ins Thema kommen muss und das Momentum generiert und so weiter und so fort. Und da ist dann auch immer, und wenn jetzt zum Beispiel eine Firma sagt, ich will das aber eigentlich intern behalten, dann sage ich ja trotzdem, da kann eine Firma wie Best IT jetzt zum Beispiel herkommen, kann wirklich Starthilfe leisten und nach 6 Monaten ist man dann schon auf einem Geschwindigkeitsniveau, dass Conversion Rate Optimierung wirklich als Prozess funktioniert. Absolut, sehr guter Punkt. Und was würdest du dazu, was würdest du jemandem sagen, der das hier sagt? Wir bereiten gerade einen Relaunch vor. Ja, gute Ausrede. Nice try, sage ich immer. Also ich sage mal so, wenn wir bereiten gerade einen Relaunch vor, dann heißt das ja, dann ich hoffe, dass das datengetriebenes Redesign ist, weil datengetriebenes Redesign bedeutet, ich muss nicht hinterher anfangen. Also wenn ich jetzt erstmal den Shop komplett redesign und dann hinterher anfange, alles gerade zu biegen. Also Conversion Rate Optimierung hat einen vor dem Relaunch und hat einen nach dem Relaunch. Und in beiden Fällen, es macht Sinn, sowohl vorher als auch nachher. Vorher muss es darum gehen, die wesentlichen Veränderungen in der UX/UI, bevor ich sie ins Redesign einfließen lasse, zu testen. Wenn ich die Navigation nicht mehr oben haben will, sondern an der Seite haben will, dann empfehle ich dringend, das im alten Shop mal auszuprobieren, wie die User darauf reagieren. Wenn ich denke, im neuen Design habe ich 4 Produktbilder statt ein großes mit einer Thumbnail-Galerie darunter, dann probiert das lieber aus auf der alten Produktdetailseite, bevor er da reinspringt mit Investitionen und dann am Ende feststellt, nee, der User fand das, euer UX-Designer, der fand das lustig, fand das schön, aber die User fanden das extrem doof. Also insofern, vorher ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, mindestens genauso wichtig wie nach dem Relaunch dann die Feinarbeit zu machen durch laufendes Testen von weiteren Verbesserungen. Absolut. Gerade wenn man sich eben das, natürlich hat man bei einem Relaunch natürlich immer die Möglichkeit, entsprechend mit User Research eben Designentscheidungen abzusichern. Aber es ist tatsächlich was völlig anderes, wenn ich das tatsächlich einfach mal im alten Job vertesten kann, ob eben gewisse Änderungen tatsächlich auch eine Verbesserung haben. Jeder kennt dieses Schreckgespenst der Umsatzdelle nach Relaunch. Durch solche Sachen kann man sowas viel besser noch absichern, damit man sowas gar nicht erst hat. Ist natürlich nicht der einzige Punkt, aber ist einer von vielen an der Stelle. So, ich habe das nochmal einmal ganz kurz zusammengefasst, nur damit man es nochmal auf einen Blick hat. Also AB-Testing hat grundsätzlich einfach noch viel mehr Vorteile als das hier, aber es ist auf jeden Fall schnell. Es bringt euch effektiv und valide Prognosen über die entsprechenden Kennzahlen und ihr wisst sehr schnell, ob etwas zu einem Erfolg führt oder ob etwas vielleicht gar keine so gute Idee war. Und dadurch könnt ihr permanent verbessern. Das heißt, ihr habt keine langen Projektlaufzeiten, ihr habt einfach schnell die ganze Zeit Tempo auf der ganzen Sache. Und am besten ist es natürlich, was heißt am besten, eigentlich total notwendig ist es, dass ihr nicht nur einmal eine Sache testet, sondern dass ihr entsprechend skalierbar testet. Das nur noch ein Punkt hast du noch vergessen auf dem Slide, glaube ich. Nicht nur einen wahrscheinlich. Aber der ist für mich extrem, es macht extrem viel Spaß. Also das ist echt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein Aufgabenbereich, wo man schnell Ergebnisse sehen kann. Das verändert ganz oft das Klima. Weil man kann Erfolge vorweisen, man freut sich über jeden kleinen Lift, den man am Ende des Monats sieht. Auch der Chef freut sich darüber. Und das verändert schon zum Teil so ein bisschen die Kultur. Also man kommt aus der Nerd-Ecke so ein bisschen raus und freut sich schnell über die Ergebnisse. Absolut. Ich habe auch neulich erst wieder mit einem Kunden gesprochen, der sagte, ich kann das immer gar nicht abwarten, bis die Signifikanz endlich erreicht ist. Natürlich warte ich so lange, aber ich muss vorher schon mal gucken, weil es so viel Spaß macht. Aber gut, das ist immer gefährlich. Man muss immer auf jeden Fall die Signifikanz letztendlich abwarten. So, lasst uns einmal schauen, worauf muss man denn achten, damit man AB-Testing auch richtig macht. Wir haben das mal ein bisschen so aufgeteilt, dass ganz wichtig ist, es sind im Endeffekt 4 Säulen, die ganz wichtig sind. Ihr braucht tatsächlich die richtigen Prozesse. Jan hat vorhin schon mal agile Prozesse letztendlich angesprochen. Da ist es entsprechend wichtig, dass ihr richtig aufgestellt seid. Dann ist es natürlich wichtig, dass ihr die richtigen Ideen habt und die auch entsprechend richtig in valide Hypothesen umbaut. Und ganz wichtig, dass ihr das passende Team habt. Wie Jan ja schon gerade sagte, das Mindset ist unglaublich wichtig dafür.
Und natürlich nicht zu vergessen, man braucht auch entsprechend die richtige Technologie. Ohne die geht es natürlich auch nicht. Lasst uns mal reinspringen und lasst uns mal ein bisschen Hand aufs Herz spielen. Denn mich würde schon mal interessieren, wie viele von euch betrifft es denn, dass euer Unternehmen auch entsprechend zu diesen Kategorien gehört? Das heißt, wie viele von euch sagen sich, okay, wenn ich einmal meinen Online-Shop hingestellt habe, dann ändere ich am besten gar nichts mehr, weil das funktioniert ja jetzt. Jetzt brauche ich ja auch nichts mehr machen. Und wie viele von euch sagen, okay, ich mache meinen Relaunch alle 2 Jahre und dann ist das in Ordnung. Und wie viele sagen sich, das ist so ein Quatsch, wir machen die Optimierungen und dann sehen wir schon, ob das nachher funktioniert oder nicht. Also sprich, wie viele von euch machen sozusagen einen Produktreif beim Kunden und wie viele von euch sagen, nee, das muss richtig professionell gemacht werden, das muss entsprechend mit den entsprechenden Tools, mit den entsprechenden Methoden wie AB-Testing gemacht werden. Ich würde euch bitten, da einmal abzustimmen. Tim, du müsstest jetzt einmal diese Umfrage starten. Und dann bin ich gespannt, wie viele zu A, B oder C von euch gehören. Und nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Ja? Nicht genau, schummeln. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Nicht schummeln. Wobei ich natürlich hoffe, dass jeder, der sich für das Thema interessiert, am besten natürlich Version D mindestens als Interesse hat, vielleicht noch nicht macht, aber zumindest als Interesse hat. Also wir hätten vielleicht noch einen fünften Punkt. Wir machen ab und zu mal einen AB-Test. Diese Gruppe finde ich auch immer sehr oft. Den Punkt haben wir hier nicht. Großer Unterschied zwischen wir nutzen AB-Testing und wir haben ein echt rundes Optimierungsprogramm. Also da ist schon ein riesen Unterschied. Aber ich glaube, man kann hier auch ankreuzen, wenn man ab und zu mal einen AB-Test macht. Ne? Wir müssen noch ein bisschen Luft nach oben lassen. So. Ja. Noch ein bisschen was, über das wir reden können. Insofern bin ich schon froh, wenn die Leute sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. So. Na, guck mal. Okay, also die Ergebnisse sind, danke, dass ihr ehrlich wart, denn wir haben hier tatsächlich die am meisten angekreuzt haben, lassen ihr Produkt tatsächlich beim Kunden reifen und hoffen dann, dass es eine gute Idee war. Und nur 16% von euch nutzen aktuell schon AB-Testing. Da würde ich doch sagen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, super. Aber das deckt sich mit unseren Zahlen auch so. Wir haben das mal analysiert, mal Umfragen gemacht. Wir haben jetzt auch demnächst eine Umfrage, die werden wir veröffentlichen, State of Crow, wo wir in mehreren Ländern nachgefragt haben. Es ist ungefähr auch diese Zahl irgendwo im Bereich von 15%. Absolut, absolut. Du hast es gerade schon angesprochen, ne, mit denen, die nur mal so nebenbei oder mal dazwischendurch testen. Und wir sollten schon nochmal darüber reden, warum reicht es nicht, wenn man irgendwas einmal testet und dann sagt, so, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt, muss nicht mehr weitermachen. Das sind wieder nur einige von vielen Aspekten davon, aber faktisch ist es so, dass die Welt sich um euch herum durchaus weiterdreht. Das heißt, wenn ihr eine Sache einmal vertestet habt, dann kann es sein, dass sich die Märkte ändern, dass die Wettbewerber sich was Tolles Neues einfallen lassen, dass sich aber auch gegebenenfalls Kundenanforderungen ändern. Ich habe mal ein Beispiel für euch. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass es momentan in vielen Branchen, keine Ahnung, Fahrräder, Elektronik, was auch immer, enorme Lieferschwierigkeiten in der Herstellungskette gibt und die Online-Shops einfach nicht mehr in der Lage sind, die Produkte sofort auszuliefern, sondern da lange Wartezeiten dahinter sind. Das sind die Kunden von Haus aus ja erstmal nicht gewöhnt, dass sie warten müssen. Und wenn sie denn warten müssen, dann wandern sie natürlich gerne dahin ab, wo es das Produkt noch gibt oder wo eine bessere Kommunikation dessen erfolgt. Diese Anforderungen, die gab es 2019 nicht. Da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt 1 oder 3 Tage letztendlich warten muss. Das war kein Thema. Jetzt ist es Thema. Das heißt, jetzt gibt es plötzlich ganze Branchen, die sich plötzlich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, wie kann ich das abfangen? Und dann plötzlich wird entsprechend AB-Testing an Stellen relevant, an denen ich vielleicht schon, keine Ahnung, 3 Jahre nicht mehr drüber nachgedacht habe, ob ich hier was optimieren muss und muss mich plötzlich damit beschäftigen.
Man muss grundsätzlich sagen, auch die Zusammenhänge innerhalb einer Website können sich verändern. Das heißt, stellt euch zum Beispiel vor, ihr habt ein bisschen was investiert in die Technik und habt zum Beispiel ein intelligenteres Cross-Selling eingesetzt. Das macht plötzlich an Stellen etwas, an denen es sonst noch nie was gemacht hätte. Plötzlich hängen Produkte miteinander zusammen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie einen Blog integriert, der plötzlich von Content auf Produkt und andersrum wieder verlinkt. Also plötzlich funktionieren die Klickpfade oder die Nutzerbewegungen völlig anders, als sie vorher funktioniert haben. Und dann müsst ihr euch natürlich plötzlich wieder mit ganz neuen Situationen auseinandersetzen und wieder neu testen. Und grundsätzlich gilt eh, dass nur weil eine Funktion einmal getestet wurde, heißt das nicht, dass man sie nicht weiter und weiter und weiter optimieren kann. Auch dazu habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht und dafür gehe ich jetzt mal eine Folie weiter. Das wäre zum Beispiel so etwas. Also da hat sich ein Kunde hat sich damit auseinandergesetzt, okay, wir brauchen, also das Thema Größenberatung ist bei uns super wichtig und wir möchten daran was optimieren und haben einen AB-Test zu dem Thema gemacht, wo entsprechend die Größenkommunikation auf einer PDP verankert sein soll, haben das positiv getestet, also es gab einen entsprechenden Uplift und sind dann aber hingegangen und haben gesagt, so ja, das war jetzt der erste Schritt. Aber wie kann ich das denn noch weiter optimieren? Und haben den nächsten Test gemacht und haben wieder einen Uplift generiert. Das heißt, statt nur einen Uplift, weil man sozusagen diese eine These gerade beantwortet hat, hat man entsprechend zwei Uplifts produziert. Und das ist so ein Argument, warum man unbedingt eben nicht nur einmal testen sollte und dann wieder aufhören sollte und sagen sollte, so, hat man soll getan, sondern das immer wieder und immer, immer kontinuierlich letztendlich machen sollte. Vielleicht noch ein zusätzliches Argument, wo immer mehr, wo ganz oft das weitere Testen sich automatisch weiterentwickelt, ist das Thema Personalisierung. Das heißt, wenn ich anfange, einen Test zu machen, dann sehe ich, hat funktioniert und so weiter. Wenn ich dann allerdings tiefer einsteige, das kann man ja dann sich bestimmte Segmente anschauen, neue User versus zurückkehrende User oder User aus bestimmten Regionen oder User, die bestimmte Dinge getan haben, dann lädt einen das Testergebnis quasi ein dazu, Optimierung zu testen auf immer mehr spezifische Segmente. Also das Experimentieren führt einen fast automatisch hin zur Entwicklung von personalisierten User-Erlebnissen. Und Da ist logischerweise die Anzahl der Tests geht gegen unendlich. Absolut. An der Stelle. Absolut, genau. Super. Schauen wir uns ganz kurz nochmal den nächsten Bereich an. Warum brauche ich valide Hypothesen? Da möchte ich einfach direkt nochmal in ein Beispiel reinspringen. Also man hat ja eine Testidee, also beispielsweise, dass die Absprungrate im Online-Formular ist zu hoch und wir möchten testen, wie man es senken kann. Erstmal grundsätzlich Testidee ist in Ordnung, kann man mitmachen. Was man nicht machen sollte, ist jetzt mit einer allgemeinen Hypothese hingehen, in der man weder sagt, was man eigentlich jetzt letztendlich ändert, noch was das zu erwartende Ziel ist. Also man sieht einmal links die allgemeine Hypothese und rechts dann eine, die die konkrete Änderung entsprechend mitdefiniert und die das erwartete Ergebnis entsprechend mitdefiniert. Das nur als kleiner Hinweis, das ist fast schon auf der operativen Ebene, aber da einfach wirklich genau hinzugucken und auch operativ das Ganze letztendlich gut umzusetzen. Viel wichtiger ist aber, dass ihr tatsächlich das passende Team habt. Denn nur wenn ihr das Mindset habt, dass ihr entsprechend iterativ arbeitet, dass ihr Dinge ausprobiert, wie du schon gerade sagtest, dass ihr in Experimenten denkt und dass ihr diesen Spaß auch daran habt, nur dann ist AB-Testing auch auf lange Zeit entsprechend bei euch auch akzeptiert und wird auch gelebt. Dabei müssen eure Teams gar nicht groß sein, denn, also wenn man sich vorstellt, bei so einem Relaunch zum Beispiel, da habt ihr einen PO, da habt ihr einen Abteilungsleiter, der Geschäftsführer ist noch mit, die Fachabteilungen sind noch mit involviert, die IT ist mit involviert, pup, riesengroß. Fürs AB-Testing braucht ihr das nicht. Ihr braucht kleine, aktive Teams, die sich wie so in so einem Art Startup-Gedanken, die sich darauf konzentrieren und die einfach engagiert sind. Damit kommt ihr viel, viel weiter. Und natürlich, ihr braucht keine Developer-Fähigkeiten. Ihr könnt unglaublich viel selber direkt schon in den Tools machen.
Und gerade eben alles, was Microtests sind, kann man bei VWO zum Beispiel auch ganz einfach selber machen. Dazu braucht ihr niemanden, der euch das Ganze in den Code letztendlich implementiert. Das geht auch alles so. Ansonsten für die größeren, komplexeren Tests kann man sich dann die entsprechenden Skills dazu bringen. Ich habe euch mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie Organisationsstrukturen in Unternehmen aufgebaut sein können, um AB-Testing sinnvoll zu machen. Die hier gezeigte ist die, die am meisten benutzt wird. 66% der Unternehmen nutzen die. Das ist letztendlich eine zentrale Verwaltung aller Conversion Rate Optimierungen. Das heißt, man hat alle Fachabteilungen, die letztendlich mit Anforderungen kommen, die werden entsprechend in dieser einen Abteilung gebündelt und dann entsprechend bearbeitet. So, der Nachteil ist natürlich, dass man wie so eine Art Bottleneck hat, weil man eben nur diese eine Abteilung hat. Der große Vorteil ist aber, dass ihr letztendlich auch ein zentrales Wissen habt. Das heißt, alles, was letztendlich an Anforderungen reinkommt, ist gebündelt und wenn es da Quereffekte gibt, kann das sehr schnell identifiziert werden. Die dezentrale Struktur, das nutzen nur 20% der Unternehmen, da ist es so, dass jedes einzelne Team kann seine einzelnen Anforderungen in ihr eigenes Optimierungsteam reinbringen und hat natürlich den großen Nachteil, jede Abteilung braucht dann entsprechend Experten, das heißt, man hat jede Rolle mehrfach besetzt, ist aber für zum Beispiel große Unternehmen durchaus relevant, aber man hat wie Inseln, die nicht voneinander lernen, weil man halt keinen Austausch miteinander hat. Das heißt, da muss man sehr schnell und sehr stark schauen, dass man entsprechend diesen Austausch hat. Das kann zum Beispiel über eben eine zusätzliche Schicht gelöst werden. Das kann zum Beispiel ein externer Dienstleister sein, der da dann nochmal entsprechend eine Schicht zusätzlich da drauf packt. Oder eben, man macht so einen Hybridanteil. Das heißt, man hat zwar in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen unter Unternehmen hat man eigene Optimierungsteams, die aber einem zentralisierten Team nochmal zuspielen, sodass man eine Bündelung der Informationen hat, aber eben entsprechend auch den einzelnen Bedarf der einzelnen Fachabteilung dann entsprechend auch schnell ausspielen kann, also keine Bottlenecks letztendlich produziert. So oder so ist aber auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr euch damit identifiziert, dass ihr das lebt, dass ihr Bock darauf habt, auch selber auszuprobieren und selber die Dinge letztendlich auch umzusetzen und eben immer weiter zu optimieren. Ohne das Mindset wird es nicht gehen. So, jetzt gibt es natürlich noch den großen Punkt, okay, wann kann ich denn jetzt sagen, dass die Technologie die richtige ist? Und das ist so ein bisschen... Wenn da VWO draufsteht. Ist ja klar. Ja, genau. Das sind aber tatsächlich die Antworten, die wir uns auch gestellt haben, als wir damals unseren Partner ausgesucht haben und letztendlich bei euch ja auch gelandet sind. Für uns war super wichtig natürlich, dass das System stabil und performant ist, weil wir wollen keinem unserer Kunden irgendwas geben, was da an der Stelle irgendwie gefährlich sein könnte. Und für uns war wichtig, dass das System einfach und selbsterklärend ist. Das heißt, wenn unser Kunde, also wenn ihr, die da zuhört, die Dinge da drin selber möglichst einfach bedienen können, möglichst einfach an die Ergebnisse kommen, dann ist ein System gut. Und was fast noch viel wichtiger ist, wenn ich nicht 2 Wochen darauf warten muss, dass irgendeine Serviceanfrage mal beantwortet wird. Sorry, passiert bei vielen. Bei euch nicht, deswegen sind wir zu euch letztendlich dann gekommen. Genau. Und was auch noch für ganz viele super wichtig ist, ist, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Das heißt, dass auch gewährleistet ist, dass das dem europäischen bzw. deutschen Recht auch entsprechend entspricht und man da entsprechend safe ist. Das sind so die Punkte, die in der Auswahl, eure Auswahl bleibt euch natürlich freigestellt, aber die in der Auswahl letztendlich wichtig und berücksichtigt werden sollten. So, wir haben euch noch ein paar kleine Tests oder beziehungsweise ein paar kleine Ideen, konkrete Ideen mitgebracht anhand der Customer Journey, sodass man so ein bisschen an den einzelnen Steps von der Recherche über das Kaufverhalten bis hin zum After Sales, dass man so ein paar Ideen schon mal hat, womit man sich gedanklich schon mal beschäftigen kann, was wir auch in der Vergangenheit entsprechend schon mit betreut haben. Das eine, was letztendlich vertestet wurde, war tatsächlich ein Produktkarussell auf die Teaser-Kommunikation auf der Startseite letztendlich, das damit zu verknüpfen, sodass man eben die emotionale Kommunikation über ein Thema direkt mit Produkten verwenden oder verknüpfen konnte. Das wurde entsprechend erfolgreich ausprobiert und auch entsprechend ausgerollt.
sodass das eine ganz spannende Idee für Startseiten, für Bereichsseiten etc. sein kann. Dann ist ja immer das Thema Nachhaltigkeit, das ist in ganz vielen B2C-Shops, aber auch B2B-Shops durchaus relevant. In diesem Beispiel wurde das tatsächlich unter anderem, nicht nur, aber unter anderem dadurch gelöst, dass entsprechend mit Badges gearbeitet wurde und über diese Badges dann auch entsprechend ein Uplift erreicht werden konnte. Eine andere Möglichkeit auf der PDP zum Beispiel ist, dass man überlegen kann, ob man mit Videos oder mit 360-Grad-Ansichten arbeitet. Das heißt, was man in so Tests, und dafür kann man sehr gut auch entsprechend sequenzielle Tests nutzen, ist tatsächlich, okay, was passiert, wenn ich mein Produkt, wenn ich mein Video auf Position 1 habe? Was passiert, wenn ich mein Video auf Position 2, also sprich als erste Position in den weiteren Ansichten habe? Was ist der Unterschied zwischen Video und 360 Grad und so weiter? Das heißt, allein dadurch kann man schon sehr viel vertesten und sieht nachher, wo habe ich den besten Uplift entsprechend. Noch ein Thema ist das Thema Verknappung. Das heißt, man kann natürlich, eine ganz einfache Geschichte, man kann also hier natürlich kommunizieren, okay, das ganze Produkt ist auf Lager, die Lieferzeit ist so und so lang, alles wunderbar, grüne Ampel, super. Was passiert aber, wenn man entsprechend sagt, nee, Moment mal, es sind 5 Stück nur noch auf Lager. Das ist eigentlich die gleiche Aussage wie auf Lager, aber es zeigt mir schon als Kunde, ich muss mich beeilen, sonst ist es zu spät. Und dann hier noch ein Beispiel aus dem Bereich des Checkouts, wo tatsächlich einfach die Lieferzeit integriert wurde und die Payment-Methoden einfach als Information. Das ist nochmal reassuring. Das hat natürlich mit dem Kaufprozess erstmal als solches nichts weiter funktional zu tun, aber es hilft dem Kunden, ein besseres Gefühl zu haben, hat auch einen signifikanten Uplift letztendlich produziert. Das Ganze kann man dann natürlich nochmal steuern oder steigern, indem man eben von einem Zeitraum auf einen, also von einem konkreten Datumsraum auf entsprechend nur noch einen konkreten Tag sozusagen kommt. Auch dadurch lässt sich nochmal ein Uplift machen. So, jetzt haben wir hier auch nochmal eine Fragerunde mit eingebaut, wo wir von euch nochmal wissen wollen, auch wenn es jetzt ein bisschen schnell war, wo seht ihr persönlich für euch die größten, was ist für euch am wichtigsten? Was würdet ihr sagen, ach Mensch, jetzt von diesen Dingen, das würde ich am ehesten mal ausprobieren? Natürlich bezogen auf eure Branche. Kann das natürlich ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Tim, kannst du noch mal kurz eine Umfrage starten? Perfekt. Nichts davon haben wir jetzt natürlich weggelassen, weil sie alle auf jeden Fall einen signifikanten Uplift haben. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, davon was zu testen. Es ist nur die Frage, was man am wichtigsten findet. Übrigens finde ich das voll gemein, dass wir nicht mit abstimmen können. Ja. Ich hätte da auch eine Meinung dazu. Und auch hier gilt natürlich wieder ehrlich sein, ne? Und Mehrfachauswahl ist nicht möglich. Sehr schön. Ah, okay. Das ist super interessant. Es haben nämlich 43% von euch gesagt, dass die Produktpräsentation auf der Startseite am wichtigsten ist. Die Optimierungen auf der Produktdetailseite wiederum sind nur die Produktpräsentation auf der Produktdetailseite von 24% und die Verknappung auf der Produktdetailseite auf 8% gekommen. Das wiederum finde ich spannend, gerade weil auf der PDP ja immer sehr viel Optimierungspotenzial ist. Und ich hätte vermutet, dass der eine oder andere doch das noch relevanter findet. Sehr spannend. Super. Und an der Stelle sind wir tatsächlich auch jetzt schon auf dem heißen Stuhl sozusagen und können vielleicht einmal eure Fragen letztendlich beantworten, was ihr da so an Fragen habt. Super, ja, ich kann gerne übernehmen. Es sind ein paar Fragen im Chat gelandet, die wir uns schon mal angucken können. Ein paar davon wurden schon direkt live beantwortet vom Jan. Wir können uns ja angucken, die noch offen sind. Vielleicht nochmal kurzer Hinweis für alle. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt in 5 Minuten schaffen. Für alle, für die das knapp wird, die einen Nachfolgetermin haben, das wird natürlich alles aufgezeichnet hier und euch im Nachhinein geschickt. Dann könnt ihr gerne die Fragen und Antworten nochmal nachhören.
Und vielleicht ganz kurz auch noch den Hinweis, sowohl Jan, beziehungsweise Jan und ich bieten auch gerne im Nachgang an, wer möchte, wir können uns auch noch mal eine halbe Stunde zusammensetzen und eure Fragen individuell noch mal klären. Dann einfach gerne an mich oder an Jan, wir blenden die E-Mail-Adressen gleich noch ein, eine E-Mail schicken und dann können wir entsprechenden Termin finden. Super, perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir das mal durch. Ich würde das mal moderieren. Hier ist eine Frage vom Marius. Aus welcher Quelle kommen die CR nach Branche? Slide 6, das sind doch B2C-Shops, oder? Das sind, geht um B2C-Shops und es ist die Quelle ist tatsächlich Statista. Deswegen sagte ich, nehmt das nicht als die alleinige Quelle schlechthin oder beziehungsweise nehmt das nicht als das Einzige, was zählt. Eure Conversion Rate zählt und eure Conversion Rate sollte optimiert werden. Perfekt. Zweite Frage von Andreas. Wie viele Besucher brauche ich auf einer Seite oder Landingpage, um statistisch relevant mit einem Test zu bekommen? Also das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, aber ich sag mal ganz grob, stark vereinfacht sehe ich auf die Zahl 10.000 User insgesamt auf der Webseite im Monat. Da lässt sich schon was mit machen, je nachdem wie die Conversion Rate, die aktuelle Conversion Rate auch ist. Aber wir empfehlen immer zu unterscheiden, so ab 10.000 Usern lohnt sich das Warten, da kriegt man in ein paar Wochen ein ziemlich stabiles Ergebnis hin. Wenn es da drunter ist, dann ist es eher sozusagen, um eine gestützte Entscheidung treffen zu können, da müsste ich sehr, sehr lange warten, dann bevor ich einen Test habe. Also wie viele Besucher brauche ich? Ich kann es auch mit weniger machen, muss ich halt ein halbes Jahr warten, bis ich dann ein Testergebnis habe. Aber ich sage mal, bei 10.000, da empfehlen wir, wartet mal, bis ihr die statistische Signifikanz dann so in 3 Wochen oder so seht. Okay, aber kann man keine Zahlen nennen, wo man sagt, ab einer bestimmten Anzahl von Besuchern führt es AB-Testing? 10.000 User. 10.000 okay. User, da lohnt sich das Warten auf die Signifikanz. Alles, was da drunter ist, da lohnt sich das Testen trotzdem, weil man schon Trends früher erkennen kann. Okay, super. Dann der Lukas fragt, mit welchem Tool zum AB-Testing habt ihr die besten Erfahrungen gemacht? Also jetzt aus unserer Sicht, also das hört sich blöd an, ne? Aber also wir haben wirklich, als wir in der, jetzt als Best IT, als wir in der Auswahl waren, mit welchem Tool wollen wir auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten? Da haben wir die großen Player alle geprüft. Also wir haben von dem Optimizely über ein Chameleon, über VWO, über Google Optimize, haben wir alle irgendwie einmal irgendwie durchgetestet, auch mal selber ausprobiert etc., haben den Service getestet etc. Und das soll wirklich keine Werbeveranstaltung sein, aber wir haben uns tatsächlich für VWO entschieden, weil sie für uns und für das, was wir unseren Kunden empfehlen, tatsächlich der beste Partner waren. Also die Technik. Darf ich noch was hinzufügen? Also ich habe bis vor anderthalb Jahren habe ich auch noch bei einer amerikanischen Agentur gearbeitet und habe mit allen Tools gearbeitet. Also da, je nachdem, was der Kunde, oft haben die Kunden ja auch schon Präferenzen, bringen was mit und so weiter und so fort. Und deswegen als gute Agentur haben wir auch dort immer dann die Tools genutzt. Aber Fakt war, es ist, VWO ist aus einem bestimmten Grund unser Lieblingsinstrument geworden. Es war in allererster Linie, glaube ich, der Service. An zweiter Stelle kommt die Geschwindigkeit. Ich glaube, dass unsere Technologie VWO, wir haben mehrfach von anderen großen Plattformen, von Adobe, von Google Optimize, und zwar der bezahlten Version, auf VWO umgerüstet, weil es einfach weil viele Tests gelaufen sind und dann war VWO einfach mit Abstand die performanteste Lösung, die einfach skalierbares Testen möglich gemacht hat. Ja. Kann man mir jetzt glauben oder nicht? Ausprobieren, aber, ne? Ist so. Genau. Ausprobieren, genau. Mal testen. Vielleicht ergänzend aber auch, ne? Also natürlich ist es nicht das einzige Tool und wer jetzt auf einem anderen Tool unterwegs ist, der wird jetzt sicherlich damit auch weitermachen können und wir sind als Best IT natürlich auch in der Lage, mit mehreren Tools zu arbeiten, ne? Also das ist jetzt nur praktisch die Empfehlung auch aus unserer Erfahrung einfach gewesen. Ja. Vielleicht eine Sache noch zu unserem Lieblingskonkurrenten Google Optimize. Treffen wir natürlich auch ganz oft, warum soll ich jetzt VW, also das ist jetzt nicht direkt gefragt, aber im Prinzip vielleicht schon, warum machen wir es nicht mit Google Optimize, weil es kostet nichts, es ist gratis, kann ich doch wunderbar mitarbeiten. Die Antwort ist vielschichtig, die wichtigste Antwort dazu ist,
die Begrenzung in der Anzahl der Tests, das ist nicht skalierbar, da gibt es eine Beschränkung. Oder das zweite ist die Geschwindigkeit. Erstaunlicherweise ist Google Optimize relativ langsam. Und das dritte ist einfach, wie gesagt, again, Google hat keinen Support. Und an der Stelle kommt man dann auch nicht schnell weiter. Und da ist dann eben halt nicht die Frage, es geht niemals nur um das Tool, sondern eben halt um das, was man damit macht. Und insofern ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ich würde auch sagen, VWO ausprobieren und sonst macht man AB-Testing von AB-Tools. Ja, zum Beispiel. Ja. Also ausprobiert, okay. gegrillt wurden wir von Karen wirklich auf Herz und Nieren. Das war wirklich, wir haben, ne, Karen, wir waren echt geduldig auch so. Ne? Also, müsste dir sein, aber es soll ja auch eine valide Empfehlung sein, ne? Und nicht eine, die nur so kommt. Sehr gut. Dann haben wir noch eine Frage. Haben AB-Tests negative Auswirkungen auf SEO? Also um das mal zu beantworten, das ist, ich glaube, das ist so eine Urban Legend, die da irgendwie draußen irgendwie durch die Gegend kommt. Nein, weil AB-Testing ist kein Duplicate-Content. Entsprechend wird es nicht abgestraft. Natürlich müsst ihr schon gucken, dass der Mensch und der Google-Bot jetzt nicht unterschiedliche Inhalte angezeigt bekommen, aber das gilt ja grundsätzlich immer. Das ist kein AB-Testing-Problem. Und deswegen JavaScript-basierte Weiterleitungen haben ohnehin grünes Licht bei Google. Also nein, völliger Quatsch. Okay, perfekt. Und dann waren noch zwei Fragen, die Jan schon beantwortet hat. Und das eine war, wie wird die statistische Signifikanz ermittelt? Da hast du einen Link zugepostet, da am besten mal reingucken. Und das andere, muss denn JavaScript-Frontend stetig-seitig getestet werden? Wie sieht es mit serverseitigem Testing aus? Hast du auch eine Antwort schon geschrieben? Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst. Ja, also es ist eine interessante Frage. Also ich sage, da kann man auch sagen, ganz oft sehen wir, dass man fängt erstmal an, wenn man jetzt am Anfang der Reise ist, dann fangen viele Kunden erstmal an mit schnellem kleinseitigen Testen. Da wird man dann die ersten Erfahrungen, da bis die Prozesse dann rundlaufen und irgendwann kommt man dann auf komplexere Ideen, wo man auch zum Beispiel Preise testen will oder Preisbandbreiten testen will, verschiedene Versandkostenmodelle in Abhängigkeit von verschiedenen Warenkorbwerten etc. etc. Und wenn man dann die, das kann man zwar auch alles noch irgendwie halt kleinseitig bauen, aber da kommt man dann wiederum in Performance-Bereiche herein, weil dann spricht sozusagen der Browser ständig mit irgendwelchen Systemen im Hintergrund und so. Und da gehen dann irgendwann die großen Retailer dann auf serverseitiges Testen. Wir haben bei größeren Brands beide Werkzeuge im Einsatz. Also wir haben VWO Testing, das ist Client-Side, und dann haben wir VWO Full Stack, das ist serverseitiges Testing und Omnichannel Testing auch, wo dann auch so Testen auf nativen Apps und so weiter ermöglicht wird. Super. So, ich habe keine offenen Fragen mehr. Wenn noch welche sind, nutzt jetzt die Chance, stellt sie noch schnell rein. Ansonsten kommen, glaube ich, auch gleich nochmal die Daten. Und ich würde sagen, dass klar ist, hier wird die Frage zur Conversion Rate Optimierung nicht final geklärt in einem Webinar, sondern es werden immer nur Denkanstoße gegeben und Tipps gegeben, und nutzt die Möglichkeit, euch mit Karin und Jan zusammenzutun, sprecht darüber. Genau, da sind auch die Kontaktdaten. Und dann muss man das immer im Detail angucken. Wie gesagt, wenn ihr auch bei anderen Systemen seid, überprüft auch das mal, wie es da aussieht. Fragen kosten nichts. Und ein Slide hat Karin, glaube ich, noch. Ne? Genau, ein Slide hat die Karin noch, weil der Jan hat nämlich noch ein unschlagbares Angebot. Das muss er aber selber erklären. Ja, das haben wir irgendwie gelernt. Ich habe mich immer bei den Frage und Antworten immer darüber geärgert, dass doch eine relativ niedrige Anzahl von Leuten sich die Fragen auch irgendwie halt stellen. Das ist eben halt so in der Dynamik nicht immer so einfach. Und deswegen schlagen wir vor, wer sich mal mit uns mal zum Essen treffen will und tatsächlich mal ein bisschen tiefer einsteigen will, dann haben wir angeboten, eine Pizza zustellen zu lassen. Dann können während auf der Seite unserer interessierten Zuschauer dann genussvoll in die Pizza gebissen wird, dann haben wir ein bisschen genauere Erklärungen gegeben zu der jeweiligen Seite und so weiter und so fort. Und es hat tatsächlich funktioniert. Wir machen das sehr gerne. Und es nimmt dem Ganzen so ein bisschen, sagen wir mal, den Druck. Also, wer Appetit auf eine Pizza hat, soll sich bei uns melden. Meine E-Mail-Adresse ist relativ kurz. Das hatten Karin und auch eben gesagt, jan@vwo.com. Kann man sich einfach merken. Oder hier jetzt schnell einen Screenshot machen. Oder die Präsentation kriegt ihr ja sowieso.
die Aufzeichnung abrufen und dann entsprechend gerne bei uns mal anklingeln. Wie gesagt, das Angebot der Fragestunde gilt auf jeden Fall. Wer also, egal ob zum Thema AB-Testing, zum Thema VWO als Tool oder eben auch zum Thema Conversion Rate Optimierung im Allgemeinen, wer dazu was sprechen möchte oder auch gerne zu anderen Themen, der meldet sich einfach und wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden von euch, der da noch mehr Interesse daran hat. Und natürlich sind wir auch sehr froh, dass ihr alle mit dabei wart und entsprechend so aufmerksam zugehört habt und schöne Fragen gestellt habt. Super. Ja, von mir, vielen Dank. Perfekt, dann vielen Dank auch von mir an euch. Ich fand es auch sehr spannend, auch ich kann da immer noch was dazulernen. Und ja, ansonsten einfach nochmal nachhören, ihr kriegt die Sachen zugeschickt und dann wünsche ich noch einen erfolgreichen Arbeitstag ein. Oder ein schönes Mittag, vielleicht gibt es ja Pizza. Genau. Ich habe jetzt Lust drauf. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss.